Die größte Baumesse des Landes, die Rohbau, wurde am 27. September in der Rostocker Hansemesse geöffnet. 290 Aussteller informierten über Neuheiten aus allen Bereichen des Bauens. Auch Ideen für Hof und Garten wurden präsentiert. In Kooperation mit dem Landesbeirat Holz MV hielt der Themenpark Holz Inspirationen zum klimafreundlichen Bauen bereit. Nach dieser ganzen Thematisierung des Holzes in Richtung Klimaschutz und so weiter und so fort ist es eigentlich eine recht sinnvolle Angelegenheit und es ist letztendlich auch finanziell beim Bau. Bauzeit ist kürzer. Das Wohnklima ist gesünder und angenehmer und auch die Baukosten sind noch im erträglichen Bereich. Mehr denn je stand die Optimierung von Energiekosten und der effiziente Umgang mit Ressourcen im Vordergrund. Ein Thema, das auch für das Team von Lehmann Bürotechnik entscheidend ist. Wir arbeiten gern mit Herstellern zusammen, die ökologisch sauber arbeiten, wo die Frage des Energieverbrauchs geklärt ist, wo die Frage der Nachhaltigkeit geklärt ist, CO2-Emissionen, wo die Arbeitsbedingungen super sind. Und da treten wir heute hier mit der Firma Epson auf. Die haben eine klare Agenda, da gibt es einen Plan und sie haben auch tolle Produkte, die in den Bereich reinpassen. Immer mehr im Trend sind Mobilheime, transportable Wohnungen, die immer mehr Komfort bieten. Wir sind aus Nordhorn, wir verkaufen Mobilheime und das ist ein sehr schöner Caravan auf Rädern. Also ungefähr 30 Quadratmeter haben wir ausgestellt zum richtigen Wohnen. Gute Isolierung, Zentralheizung, Doppelverglasung, 4 Schlafplätze. Also kurzum alles, was man braucht. Eines der großen Themen auf der Messe war auch der Bereich Sicherheitstechnik und Einbruchsschutz. Hier gab es nicht nur Lösungsvorschläge von den Profis aus dem Handwerk, sondern auch Tipps von der Kriminalpolizei.